Ja, herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Teil unseres The Crew Road Trips. Im letzten Teil habe ich irgendwas für Let's Play gelallt, das stimmt natürlich nicht ganz. Wir machen uns jetzt hier auf den Weg nochmal mehr Richtung Las Vegas und zum Hoover-Staudamm. Von dort aus dann auf unserem Weg einmal quer durch den Grand Canyon. Gerade. So. Jetzt habe ich mir auch einen Timer gestellt. Ich möchte instant jubeln hören dafür. Dann sind wir jetzt nochmal zurück im Death Valley. Oh, hier fliegt sogar ein Tarnkappenbomber. Das sind so alles so kleine Sachen, die eigentlich ein super. Ist nicht, dass man jetzt irgendwo in der USA ins Death Valley fährt und dann direkt auch noch einen Tarnkappenbomber sieht. Ich meine, Area 51 ist ja nicht weit weg. Und das ist ja eigentlich eine. Also, ohne, ich will jetzt ja gar nicht auf irgendwelche Verschwörungstheorien kommen. Das sind Theorien, Verschwörungstheorien, da braucht man eigentlich schon gar nicht mehr weiter drüber zu diskutieren. Aber was man tatsächlich ja ist, ist eine Forschungsbasis für die Luft der Luftwaffe und da hat man im Laufe der Jahrzehnte bestimmt das ein oder andere geheime Flugobjekt schon mal am Himmel entdecken können. Es ist wie es ist. Aber dennoch machen so Sachen, dieses Spiel irgendwie fühlt sich dann ein bisschen lebendiger, realer an, oder dass auch mal so ein paar Büffel oder an anderen Teilen sind es Kühe oder was weiß ich was für Tiere sind, über die Strecke laufen, über die Straße laufen. Das sind neue Fahrer. Baustellen mit Bauarbeitern unterwegs auf den Straßen sind. Weil das hat ja erst an sich mit dem freien Fahren und der Karte ja nicht zwingend was zu tun. Und man muss es ja programmieren, einfügen, Texturen, also die Polygonfiguren machen, Texturen machen, Routinen schreiben, dass das auch alles so funktioniert, und es kostet ja Ressourcen und Zeit und auch Leistung im Gegensinne. Die Engine muss das ja auch verkraften können, die Grafik-Engine, die Physik-Engine, was weiß ich nicht alles des Spiels, und gut ab. Ich will nicht schuld sein, wenn man dich aus dem Straßengraben kratzt. Du brauchst noch mehr Erfahrung. Aber ich meine, es gibt ja noch so ein großes Beispiel für solche Sachen. Schaut man sich mal die beiden Shenmue-Spiele an. In Shenmue 1, wo du zumindest seine in dem Anwesen der von Ryu, Asuki ist ja glaube ich mit Nachname. Da kannst du jede Schublade öffnen, kannst aber gar nichts rausholen. Also es muss dir ja irgendjemand programmieren und Texturen mal, also nicht malen, aber Texturen anfertigen und was weiß ich nicht alles. Das hat ja Zeit und Arbeit und Geld gekostet. Und was hat es gebracht? Wenn jetzt wirklich eine Mission gewesen wäre, wo man im Schrank, wo man in der Schränke ein etwas Bestimmtes finden müsste, und hätte dann mehrere Schränke gestaltet zum Öffnen,
wo man auch hätte, dann müssen ein bisschen durchsuchen, so ein paar Sachen hochheben und runterschauen, und halt durchwühlen. Dann, das wäre ja eine Sache gewesen, aber einfach so jede Schublade öffnbar zu machen. Mit Inhalt. Das ist. Auf der einen Seite ist es Schwachsinn, auf der anderen Seite, die Fans der Shenmue-Reihe sagen bis heute, ja, das hat so irrsinnig real gemacht. Aber mal kurz die Rede nicht vergessen, wir sind am Hoover-Staudamm. Und auch wenn man heute, wie man sieht, einen kürzeren Weg fahren kann, da hinten über die Brücke. Wenn ich dort wäre, ich würde mir auf jeden Fall den Damm zunächst mal anschauen. Auf dieser Seite ist nichts und auf der anderen Seite sieht man es jetzt aus der Perspektive sehr schlecht, weit gegen der Mauer. Auf der einen Seite ist ein kleiner Rinnsal in einer ganz tiefen Schlucht und auf der anderen Seite erstreckt sich hier dieser riesige Stausee. Und da kommt der ganze Strom für Las Vegas hier. Wir machen uns jetzt auf den Weg durch den Grand Canyon. Das will ich mir auch nicht vorenthalten. Mir nicht und euch auch nicht. Mal kurz dann doch schauen, dass wir irgendwie auch ein bisschen auf den richtigen Weg kommen, denn ich habe mir fast gedacht, wir driften nämlich jetzt ab. Also wir müssen drehen und dann können wir eigentlich, wenn wir auf der Hauptstrecke bleiben, kommen wir durch bis dorthin, wo ich ja schon mal war. So, und jetzt müssten wir auf dem richtigen Weg sein. Ja, schön in den Morgen rein. Wir haben jetzt 6.15 Uhr in Game. Und ich glaube, gemerkt zu haben, dass es hier keine Zeitzone gibt. Weil das hätte jetzt noch mal so einen Tick realistischer gemacht. Ganzes Spiel Erlebnis und Gefühl. Aber auf der anderen Seite ist es einem auch scheißegal, wenn man am Zocken ist. Man genießt einfach die wunderschönen Tag-Nacht-Wechsel und eigentlich ist es den meisten beim Zocken selbst dann doch effektiv lieber. Sie haben konstant dieselben Uhrzeiten. Also muss ich nicht. Ich glaube, die Uhrzeiten sind im Spiel an sich sowieso unwichtig. Es ist einfach halt ein schönes Gimmick und für die, denen es halt nicht unwichtig ist, wie zum Beispiel wir wollten Las Vegas bei Nacht sehen, da ist die Uhr dann auch mal ein guter Anhaltspunkt, aber ansonsten. Solange du nicht mehr Erfahrung hast, siehst du Prügel. Wow. Hier ist es dann doch noch mal ein bisschen dunkler. Hier ist auch ein bisschen bewölkt.
dennoch einen wirklich wunderschönen, schöne Wetter im, ja, Tageszeitenwechsel, Wetterwechsel ist es ja nicht ganz. Es fängt ja nicht an zu regnen. Wow. Wenn wir doch jetzt gerade mal schauen, mobile Garage. Ja, wir sind immer noch bei Zustand 96. Keine Ahnung, was da so alles den Zustand bestimmt. Oh. Langsam werde ich müde, also es wird zumindest mal für diese Aufnahmesession, kaum gesagt, schon in den Baum geknallt, die letzte Aufnahme sein. Also der letzte Teil sein. Schöne Flugformation von Düsenjets da oben gesehen. Wow. Ich habe eigentlich auch gewartet, bis früher oder später das Auto jetzt in den Arsch geht. Jetzt müssen wir gleich mal schauen, oder jetzt schaue ich mal gleich. War nämlich hier immer noch am Colorado River entlang, immer noch schön im Grand Canyon. Jetzt sind wir sogar im Gebiet Grand Canyon, Grand Canyon. Entschuldigung. Da sind noch andere Fahrer unterwegs. Vielleicht ach so, wollen die mitmachen. Wissen wir. Ich würde Zoe schon langsam auf die Bannliste setzen. Die Blacklist, auf die Sperrliste, was weiß ich, wie man es, wie sie bei den verschiedensten Handys, Smartphones und der dazugehörige Betriebssystem heißt. Spamliste. Die geht mir auf den Sack. Langsam, Kumpel. So weit bist du noch nicht. Sammle Erfahrung. Die Landschaft ist wirklich einfach nur schön. Auch wenn die Sonne hier scheinbar nur langsam aufgeht. Weil wir sind jetzt, wir gehen jetzt langsam auf 8 Uhr zu und so wie es zum Beispiel in Bonneville war, kurz nach 4 schon, und da stand die Sonne ja gerade erst so ein kleines Stückchen,
ist es hier dann doch noch relativ dunkel und die Sonne steht schon relativ hoch. Abwarten. Wir wissen ja auch nicht, welche Jahreszeit in Game herrscht. Ist auch noch so eine Sache. Aber ich meine, was weiß ich, ich glaube, in 10 Jahren wird es bei so einem Art-Spiel ganz typisch sein, dass nicht nur Tag-Nacht-Wechsel und Wetterwechsel da sind, sondern dass man auch noch einen Jahreszeitenwechsel hat und sowieso mit wandernden Baustellen, nicht wie hier mit eigentlich immer festen. Man kann. Es erweckt zwar das Gefühl einer lebenden Welt, aber an sich. Ich kann jetzt in 5 Jahren das Spiel nochmal öffnen, da ist trotzdem immer noch an derselben Stelle so eine Baustelle aufgebaut, mit der zwei Leute mit der Spitzhacke in den Boden hämmern. Spitzhacke in den Boden nehmen. Der Spitzhacke in den Boden hacken. Ja. Aber das möchte ich alles ja jetzt. Ich meine, was das Spiel jetzt hier probiert, ist ja fast nichts Neues. Es gibt zwar nicht allzu viele in diesem ganz speziellen, also die jetzt so komplett rundum Konkurrent dazu wären. Und die Vorreiter gewesen wären, außer die Test Drive Unlimited Reihe, weil selbst Forza Horizon ist ja erst später auf diesen Zug mit aufgesprungen und tapert mit demselben Problem wie auch Test Drive Unlimited 2 hart hatte und auch dieses Spiel so ein bisschen, dass es diese, dieses Spiel hat ja noch die beste Story, die hat eigentlich eine typische moderne arcadige Rennspiel-Story und Forza Horizon 2 zumindest, das auch wenn ich selbst den nicht gezockt habe, ich habe keine Xbox, so habe ich da trotzdem ja ein bisschen was davon gesehen, auch Let's Plays drüber geschaut. Ist ja nicht so, als würde es mich nicht interessieren. Aber na, da war es schon wieder. Aber wow. Aber an sich gibt's halt nicht wirklich gibt die Story von Forza Horizon 2 nicht fair. Es macht tierisch Spaß, die Rennen sind gut, die Grafik ist spitze, die Fahrzeuge, das Handling etc. pp. Aber die Story an sich ist so scheißegal. Da ist die hier noch, sagen wir mal, man sieht nichts Neues storytechnisch, aber es ist noch nicht so, als würde man jetzt gleich. Sie ist, sagen wir mal, semi-interessant und halt durch das, wie sie aufgebaut ist, dann doch noch mal gar nicht so langweilig. Bei der einen Mission fährst du gerade noch mit deinem Auto, schüttelst du noch ein bisschen die Polizei ab, weil du jemand bestimmtes im Auto sitzen hast und 2 Minuten später in der nächsten Quest sitzt du in einem hochgezüchteten Porsche Rallye-Wagen. Leider nicht das, was wir. Rallye oder Geländewagen? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war ein Geländewagen. Ich will nicht schuld sein, wenn man dich aus dem Straßengraben kratzt. Du brauchst noch mehr Erfahrung. Also, jeden Fall einem Gelände sitzt man in einem Gelände Porsche und feuert über eine Strandlandschaft einem anderen Geländewagen daher, um ihn zu stoppen und zur Strecke zu bringen.
gerade gucken, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Ah, ganz locker sind wir noch auf dem richtigen Weg. Wir müssen jetzt nur schauen. Das da ist Feldweg, oder? Ja. Jetzt die Frage, mobile Garage und Geländewagen holen? Weil da vorne geht's schon rein. Da kommen wir hier auch ein bisschen noch am Ende des Colorado Rivers entlang. Ja, das ist dann die Riverbanks vorbei. Eine Idee. Ah, komm, das machen wir. Wir springen jetzt dank mobiler Garage direkt. Entschuldigung. In unseren Ford Focus RS Geländewagen. Hier müssen wir jetzt gleich abbiegen. Nach dem Schild. Auch jetzt mal den Colorado River richtig kennengelernt. Das meine ich zum Beispiel, als ich eben mal darüber gesprochen habe, wie lebendig das dann alles wirkt. Hier der Fuchs zum Beispiel, die Vögel, das ist ja alles etwas, das braucht man eigentlich gar nicht. Ich glaube, man würde es auch nicht effektiv vermissen, oder bewusst vermissen, man würde was vermissen, das stimmt schon, wenn es von Anfang an nicht drin gewesen wäre. Man würde denken, oh, irgendwie fehlt da noch was, Aber dass man jetzt sagen würde, ja, ganz bewusst die Flora, Fauna vermisse ich. Ja, Flora ist ja vorhanden, aber die Fauna vermisse ich. Wäre wahrscheinlich nicht so. Umso schöner, dass sie es trotzdem reingemacht haben und ja, auch wenn man jetzt hier sagen muss, in den Städten zum Beispiel kommt das Gefühl von Leben nicht ganz auf, weil es laufen zwar Leute herum, aber ich fahre auf der anderen Seite aufs Trottoir und also ich fahre auf der einen Seite aufs Trottoir und auf der anderen Seite springen die auf dem Trottoir meinem Auto aus den Füßen und sagen ihr was von mir, dass ihr Kind besser Auto fahren kann als ich oder was weiß ich was. Das ist nicht so in der Stadt. Das da draußen sind Leute. Vielleicht wollen die sich anschließen. Naja. Ein
Dieser Wagen sieht jetzt mittlerweile total vollgetreckt aus. Steht da nicht. Naja. Gelände-Rallye-Wagen ja auch. Und wir müssten jetzt gleich. Solange du nicht mehr Erfahrung hast. Jetzt schon in New Mexico. Siehst du Prügel. Jetzt muss ich kurz mal gucken, wo wir hier sind. Roswell, das ist dort, wo die Alien-Sichtungen waren und auch Area 51 sein müsste. Ja, dann eigentlich hier rein. Oder? Noch ganz kurz nochmal auf die Strecke zurück. Ja, Roswell hier rein. Ich würde es ja fast wundern, wenn sie sowas hier nicht mit reingesetzt hätten. Auf jeden Fall sind wir in der Nähe von Santa Fe und sind nochmal auf dem richtigen Stück Straße. Okay, ganz hier und hinten haben sie Roswell hingesetzt. Was denn ist hier das Dreamland? Also normalerweise liegt das so weit. Das liegt doch nicht näher an Dallas wie als an Las Vegas. Dachte ich immer. Wo war es jetzt wieder? Dreamland? New Mexico. Hier haben wir Roswell. Aber wenn hier Roswell ist, wo haben wir dann das Area 51? Bilder. Suche. Und dann. The Crew. Da war es doch schon, Area 51. Ja gut, in Roswell steht ein UFO, das haben wir jetzt gerade eben auf der Karte beim Strandzoomen gesehen, aber das ist ja nicht Area 51, das ist ja nur ein UFO in Roswell. Und da haben sie sich nicht getraut. Das auch nicht. Nö,
Naja, wir müssen ja auch jetzt nicht nach Rossville. Das ist ja von der Lage her so ein Ort, da können wir mal hinschnuppern gehen, wenn wir hier unten dann unsere Schleife entlang schlagen. Ich denke, wir haben unsere Fahrtstrecke für heute erreicht. Wir sind auf der Route 66 nochmal rausgekommen. Oder zumindest das, was der Route 66 am ähnlichsten kommt. Wir reisen jetzt hier zurück nach Klingman, wo wir uns einen schönen Rastplatz suchen. Ja, so, hier so ein Motel. Und das nächste Mal weiterfahren. Sollen wir mit diesem Wagen weiterfahren oder doch mit unserem grünen Straßenrenner? Ich glaube, wir sind mit unserem grünen Straßenrenner besser aufgehoben. Da hinten fährt gerade ein amerikanischer Personenzug, so typischer, wie wir ihn kennen. Und hier laufen jetzt sogar noch ein paar Leute rum. Also alles in allem haben sie hier wirklich schon ein gutes Spiel abgeliefert. Das muss man jetzt einfach fair anerkennen. Naja, ich sage mal Tschüss. An euch alle, die ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge nochmal dabei. Wenn wir dann, ich glaube, in der nächsten Folge kommen wir nach LA. Und dann in der übernächsten Folge machen wir uns dann schon auf den Weg nach San Francisco. Naja. Trotzdem, vielen Dank, dass ihr jetzt hier dabei wart. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei wärt. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Müsst nicht, könnt aber. Wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann seid ihr auch immer informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Müsst nicht extra nochmal danach suchen oder warten, bis ihr per Zufall drüber stolpert. Und ansonsten, ihr könnt schaut noch mal nach die anderen Let's Plays. Theoretisch müsste da jetzt auch noch Bully laufen und weiß nicht, ob jetzt noch Evil Within läuft oder ob wir da nicht dann doch jetzt fertig sind. Das ist jetzt noch ein bisschen weit in die Zukunft gegriffen. Aber auf jeden Fall werden ja dann noch andere Let's Plays laufen. Aktuell zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos ist sogar jeden Tag ein Video, mittwochs und sonntags. Ne, mittwochs sogar zwei. Und boah, ich denke, wir haben auch eine gute Abwechslung mit einem Survival-Horror-Shooter, einem Rennspiel, einem Open-World-Sandbox-Spiel. Ja, nicht ganz Open-World, aber so ein typisches Rockstar-Spiel halt mit Bully. Und es wird noch immer noch andere abwechslungsreiche Let's Plays folgen. Aber ich merke schon wieder, dass ich mich hier verquatsche und totquatsche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Replika666.